News der Woche, Woche 39. Ab Samstag gibt es neue Redelunnen. Und der Weltkindertag war wieder in der Südstadt. Zwei Jahre hat es in der Südstadt von Fürth nicht stattgefunden, an denen vielen Vereine und Verbände teilnehmen. Eingeladen sind alle Verbände, Organisationen und Einrichtungen, die für Kinder oder Jugendliche Angebot machen. Das sind zum Beispiel der SV Poppenreuth, der TV 1860, THW, Feuerwehr, DLRG, das Rote Kreuz, die Wasserwacht ist auch da. Also ganz viele, auch ganz viele Jugendhäuser sind auch heute da. Dieses Jahr mit einem neuen Namen. Wie kam es dazu? Naja, wir haben gesagt, wir wollen deutlich machen, dass die Kinderrechte eben nicht nur für die ganz Kleinen sind, sondern genauso auch für die großen Kinder. Und deswegen heißt das eben Weltkinder- und Jugendtag. Mit einem neuen Namen möchte der Stadtjugendring den Kind- und Jugendtag für alle Kinder und Jugend da sein und in die Südstadt einladen. Weitere Infos auch der Webseite von der Webseite auf www.weltkindertag-fürth.de. Und damit kommen wir auch zum Thema Nummer 2. In einer Woche ist der 3. Oktober und auch der Maustüröffnertag, der für Kinder, die hinter verschlossenen Türen lecken können. Wollt ihr zu einem der Türen hin, könnt ihr auf der Webseite Türen auf 2022 nachschauen und euch anmelden. Es sind noch viele Türen auf und auch teilweise interessante Themen dabei. Und somit geht es jetzt zum Thema Nummer 3. Ab Oktober gelten neue Redelohnen in Deutschland. Der Mindestlohn soll auf 12 Euro aufsteigen von 10,45 Euro. Für Minishopper wird das Geld plus 70 Euro mehr sein. Die Maskenpflicht in Flugzeugen entfällt, aber im Fernverkehr bleibt er und in öffentlichen Verkehrsmitteln, in den ÖPNV vor Ort, da wird vom Verkehrsbetrieb immer entschieden, aber größtenteils bleibt da die FFP2-Maske. Bei WhatsApp werden alle Nutzer unter dem Betriebssystem iOS 12, die alle darunter sind, 11, 10, 9, 8, 7 und so weiter, werden nicht mehr unterstützt. Und ja, das waren die News der Woche 39. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder zu den nächsten News der Woche. Damit macht's gut, bleibt gesund. Schönen Tag. Tschüss.